Der gewaltsame Tod der 15-jährigen Mia in Kandel kurz nach Weihnachten hat bundesweit Aufsehen erregt. Ihr Ex-Freund, ein Flüchtling aus Afghanistan, soll das Mädchen erstochen haben. Viele deutsche Medien berichteten schnell über die Tat, andere zögerten zunächst. So auch die Tagesschau, die erst später über die Tat berichtete. In sozialen Netzwerken wurde der ARD-Sendung daher der Vorwurf gemacht, Dinge nicht zu berichten, die ihr nicht passten. ARD-Moderatorin Pina Atalay verteidigte das Vorgehen der Redaktion, nun energisch in der Talkshow Maischberger. Da finde ich auch wichtig, dass wir tatsächlich auch als Nachrichten die Verantwortung haben, erstmal zu schauen, was ist da wirklich passiert. Ich kann mich nicht von den sozialen Netzwerken in dem Moment treiben lassen, wo es dann heißt, da hat ein Afghane ein deutsches Mädchen erstochen, ich muss erstmal die Fakten recherchieren. Es habe sich um eine Beziehungstat gehandelt, was sehr häufig in Deutschland passiere und nicht jedes Mal in der Tagesschau gezeigt werde, so Atalay weiter. Die Redaktion habe mit den Reportern vor Ort gesprochen. Weil es sich beim Täter um einen unbegleiteten Flüchtling gehandelt habe, sei das Interesse besonders groß gewesen, so Atalay. Zitat, und so haben wir am nächsten Tag darüber berichtet. Aber uns muss auch zugestanden werden, damit es seriös bleibt. Wir brauchen auch ein wenig Zeit. Die Medienethikerin Melanie Verhofnick sagte damals zu Focus Online, es sei für sie nicht immer nachvollziehbar, welchen regionalen Fall sich überregionale Medien zur Berichterstattung, Zitat, herauspicken und welchen nicht. Ihre Mahnung, die Redaktion sollte sich stets fragen, was einen Fall wie den in Kandel berichterstattenswerter als andere Straftaten mache.